Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Little Nightmares. Wir spielen das zweite DLC von diesem wunderschönen Spiel. Heute ist auch der 11. Februar, das heißt, heute kommt auch Little Nightmares 2 raus. Leider hat mir, ist das eine Puppe, Bandai Namco versagt, dass sie mir diesen Key einfach umsonst geben. Deswegen muss ich ihn mir vielleicht kaufen oder irgendjemand schenkt ihn mir oder was auch immer damit passiert. Keine Ahnung. Auf jeden Fall alle, die Little Nightmares 2 schon haben, viel Spaß damit. Ich kann es momentan noch nicht spielen. Und deswegen spielen wir hier erstmal noch das DLC. Also, in der letzten Folge sind wir diesem komischen Unterwasserwesen entkommen, was ich dachte ja eigentlich ein Mann wäre, aber es war tatsächlich eine Granny. Leute, also eine alte Dame und die wurde irgendwie abandoned von den Leuten, die oben sind und keiner weiß warum. Und warum hier diese ganzen Toads uns nicht mögen, wissen wir auch nicht. Die waren auf jeden Fall interessiert an uns, oh, als wir da komisch rumlagen. Aber jetzt, wo wir irgendwas mit denen machen wollen, haben sie Angst vor uns. Also da waren sie bei Six auf jeden Fall besser dran. Also da waren sie netter. Und ich glaube, genau hier waren wir sogar mal mit Six, oder? Und haben hier das Licht angemacht. Weil das konnte ja, glaube ich, nur Six. Und ich habe hier gerade noch einen Dom. Okay. Ja, willst du mir was zeigen? Das ist voll unhöflich. Ja, jetzt steckst du fest, ne? Ich bin nicht so unhöflich wie du. Pass auf. Hier, ich zieh dich da raus. Ich will dir gar nichts Böses, du kleiner Toad. Alles ist cool, ja? Lass uns... Sei nicht so. Lass uns einfach Freunde sein. Ich fress dich nicht. Alles ist gut, ja? Friends. Best friends forever, okay? Ja? Hast du dich jetzt wieder eingekriegt? Komm, wir machen jetzt Teamwork. Das funktioniert einfach wirklich. What the fuck? Okay, das ist cool. Das ist aber auch schon so ein Foreshadowing auf den zweiten Teil, nicht wahr? Weil da spielt man doch auch zu zweit. Mit Mono und Six. Also nicht mit Eduardo. Vielleicht stirbt Eduardo auch am Ende von diesen DLCs. Da hinten auf jeden Fall haben wir auf jeden Fall den Janitor, wenn ich das richtig sehe. Lass mal... Du Norm, geh mal kurz aus dem Weg. Okay, Norm, das geht nicht. Nicht an der Tür spielen, ja? Während ich die Tür zumache, das ist nicht nett. So, ich will nämlich einmal da hinten gucken. Da haben wir den Janitor. Keine Ahnung, was das hinter ihm ist, aber das hat bestimmt irgendeine Bedeutung. Ihr seid schlauer als ich, was das angeht, wenn es um Story geht. Oh nein, der Nom kommt nicht rüber. Keine Sorge, Nom, ich lass dich nicht alleine. Alles gut, kleiner Nombi-Dombi, ich schmeiß dich da gerne rüber hier. Komm bitte mit, ich brauch dich doch, du bist doch mein Best Friend und mein einziger Freund. Ich brauch dich nämlich bestimmt, dass du dich daran hängst. Hier, geh da ran und häng dafür immer ab. Ja, du musst da jetzt für Ewigkeiten hängen, okay? Ich komm bestimmt... Das war eine Falle von ihm! Oh, er kommt sogar mit. Okay, der war weit. Okay, wir brauchen einen Namen für dich. Du bist Fred. Fred, du bist mein bester Freund und ich möchte dich niemals verlieren. Sag deinen Freunden mal, dass ich ein Guter bin, ja? Ey, das ist wirklich wie in Little Nightmares 2. Also zumindest so, wie was ich gesehen hatte. So, was haben wir hier an der Wand? Ein Auge, das sowohl die Kinder bewacht, als auch die Noms. Heißt, Kinder und Noms werden wohl irgendwie eine gemeinsame Zukunft haben. Oder, was ich auch noch irgendwie vermute, dass diese Noms tatsächlich mal Kinder waren. Aber irgendwie sich verändert haben nach all der Zeit. Vielleicht sind das halt auch so zu Monstern geworden. Das glaube ich halt immer noch, auch vom Hauptspiel her. Dass wenn man irgendwie was falsch macht, dass man dann auch zu so einem richtigen Monster wird. Wird Six ja am Ende mehr oder weniger auch, wenn ihr das noch wisst. Also die wird ja zu so einer komischen Hexe am Ende. So, da oben ist ein Nomb auf jeden Fall gefangen. Können wir den irgendwie retten? Warte mal, können wir nicht einfach unseren kleinen Freund da hochwerfen und der befreit ihn dann? Hier, wir bauen jetzt eine Nomb-Armee auf. Befrei ihn bitte mal. Nein, du sollst ihn befreien. Oh, da hat was gewackelt. Der ist bestimmt auch noch ein Nom drin. Hallo, wer lebt denn da? Ja, da sehe ich doch schon einen. Ja, komm her. Ich tu dir nichts Böses, kleine Noms. Oh Mann, das ist so süß und auch irgendwie erschreckend. Ich liebe dich erstmal ein bisschen. Also die hatten auch eine schwere Kindheit, so wie es mir scheint. Hier, kleiner Nom. Flieg und Sieg. Und jetzt schieb bitte mal den Aktenkoffer darunter. Zu zweit seid ihr wohl stark genug. Perfekt. Ich baue mir jetzt meine eigene kleine Armee auf. Und dann vernichten wir alle, die uns diesen blöden Scheiß hier angetan haben. Oh, tut euch nicht weh, ja? Tut euch bitte nicht weh. So, dich befreien wir natürlich auch. Gar kein Ding. So, jetzt haben wir schon drei. Was wollen die machen gegen ein Kind und drei kleine Noms? Die können gar nichts machen. Wir werden sie einfach alle auffressen. Weil das ist das, was sie verdienen. Was sehen wir hier noch an der Wand? Wir sehen, weiß ich nicht, schon wieder dieses komische Auge. Irgendein Kragenviech, was ich sehr merkwürdig finde. Mehrere Kragenviecher. Also die haben auf jeden Fall zu viele Beine. Und irgendein Feuerviech. Das könnte Six eventuell sein. Dass das die Noms irgendwie gemalt haben. Und die sehen Six als Feu-Feu-Typen an oder sowas. So, Leute. Sind wir stark genug zu dritt, das Ding hier zu pushen? Wo ist eigentlich der Dritte da hinten? Er kommt langsam hinterher. Will aber anscheinend nicht mitmachen. Aber wir brauchen ihn. Ja, Gustav, komm mit. Fred und George warten schon auf dich, Gustav. Zum Viert kriegen wir diese Tür easy auf. Sehr gut. Leute, wir sind das Dream Team. Wir sind das B-Team. Das geile B-Team. Da, 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 da,
diese Kohle muss bestimmt hier rein, in diesen komischen Heizofen oder was das ist. Okay, aber wir machen den einfach mal an, gucken, was passiert. Ah, okay, er wird geöffnet und jetzt kommen die Noms bestimmt und holen Kohle und packen die da rein. Ja, meine Arbeiter, schuftet für mich. Schuftet und packt die ganze Kohle da rein. So, okay, während wir hier nichts zu tun haben, können wir ja über den Kommentar des letzten Videos uns angucken. Der kam nämlich von Familie Klingenschmidt und RCS oder die Familie meinte, ich finde es nice, dass du immer probierst, cool zu bleiben. Und ich weiß gar nicht, was RCS meint, weil ich bin doch immer cool. Ich versuche nicht nur cool zu bleiben, ich bin cool, ja? So, sehr gut, der kleine Noms. Habt ihr gut zugearbeitet für mich. So, kleiner Dom, du lass bitte nicht weg, ja? Wie so ein verschrecktes Reh. Nein, ich lass dich gar nicht erst weglaufen. Ja, wird geknuddelt und hab mich gefälligst lieb. So, Fridolin, das hier sind Fred und George. Wenn du mitarbeiten möchtest, dann kannst du dir gerne Kohle schnappen und immer da reintun. Sehr gut. Er hat sich gleich eingegliedert. Guter Mann. Wir schauen jetzt mal eben, was hier oben ist. Oh, da hängt schon wieder eine. Aber ist nur eine Puppe, Leute, ist nur eine Puppe. Und unten ist ein Kreuz, aber das hat bestimmt nichts damit zu tun, dass da oben die Puppe tot ist. Hier können wir garantiert das machen. Ach so, einfach mal hüpfen, sagst du? Hey, geh kaputt, du Boden! Nice. Kann ich bitte nicht tot sein? Hey, da ist unser alter Freund wieder. Hat er das etwa gehört, dass wir hier den Boden kaputt gemacht haben? Das sieht er nicht, ne? Dass der Boden kaputt ist. Nein, nein, das sieht er nicht. Das ist genauso eine Szene wie auch mit Six gewesen. Kommen wir jetzt wieder in seinen Hobbyraum? Wo er seine ganzen... Hier ist einfach auch der Boden kaputt, okay. Vielleicht sollte er mal seine Böden kaputt heil machen. No? Okay, dann nicht. Und warum lebt der Alter wieder? Das ist richtig bescheuert. Ich bin nur eine Ratte. Alles cool. Alles cool, kleiner Janitor. Ich frage mich aber, warum dieser Nom da hinten dieses Augensymbol auf seiner Mütze drauf hat. Das ist doch richtig weird, oder? Naja, während er da arbeitet, könnte man ja eigentlich mal nach oben schauen, nicht wahr? Solange ich auf dieses... Nein, 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 alles cool, alles cool. Aber hier waren wir auch schon mal, ne? Solange ich auf diesem Teppich bleibe, bin ich eigentlich safe. Ey, wir sind jetzt genau da, wo auch Six damals schon war. Oder nicht? Okay, also ziemlich safe muss ich hier den Strom anmachen. Zack. So, jetzt merkt er, oh Gott, Strom ist an. Und wenn ich jetzt... hier einmal sage, mach das Ding an. So, Säge anmachen. Jetzt rennt er schnell hierher, weil er denkt, hä, wieso ist jetzt meine Säge an? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Er macht die Säge aus. Aber während da die Säge da so richtig laut am Rumdüddeln ist, können wir hier die Türen aufmachen. Jetzt kriegt er das nämlich nicht mit. Ja, easy game. So, mach das schnell auf, mach das schnell auf, mach das schnell auf. Soweit es geht. So, hat er gar nicht mitbekommen. Und da sind wir auch schon weg. Tschüss. Sind wir schon mal losgeworden. Fürs Erste. Da oben. Hallo, kleiner Nom. Ja, ich sehe dich. Ich sehe dich. Mach nicht so viele Geräusche, ja? Ich musste jetzt leider meine alten Noms alle liegen lassen, wo sie waren. Ja, du schaffst das. Hüpf, hüpf immer weiter. Ja, kleiner Nom, du kriegst das hin. Hüpf, noch dreimal. Eins. Okay, never mind. Sehr gut. Haben wir zusammen hinbekommen. Chill, chill, kleiner Nom. Chill, du kannst dich eh nicht verstecken. Hier, ein bisschen Liebe für dich. Jeder braucht ein bisschen Liebe in seinem Leben. Jetzt sind wir wieder zu zweit. Ich taufe dich auf Fred Nummer 2. Fred Nummer 2, du läufst im Kreis. Warum läufst du im Kreis, ist die andere Frage. Er weiß es nicht. Er hat so viel Liebe mitbekommen, dass er jetzt gar keinen Plan mehr hat, was er machen soll. Hä? Liebe? Was ist Liebe? Ich weiß nicht, was Liebe ist. Alles wird gut, kleiner Nom. Alles wird gut. Okay. Da liegt ja noch ein anderer Nom. Was macht der denn hier? Du bist gar kein Nom. Was bist du denn für... Okay, das war weird. Nicht weiter hinterfragen. Das war richtig weird. So, häng dich mal daran, kleiner Dom. Du kriegst das hin. Bist bestimmt schwer genug. Sehr gut. Sehr gut, Fred Nummer 2. Wir sind ein Dream Team. Du und ich da. Wir beide. Das gibt dir schon wieder mega viele Rätselpassagen an. Ich kann doch hier locker einfach rüberspringen. Ja. Hüpp. Toll. Was auch immer mir das bringt. Ich kann die Lore runterschieben. Okay, da wird sie garantiert benötigt. Das sieht schon mal gut aus. So, aber die Lore bringt ja so noch nichts. Das heißt, jetzt müssen wir bestimmt hier auf die andere Seite. Ich will jetzt auf jeden Fall angucken, was hier noch so abgeht. Und ich kann mir vorstellen, dass der Janitor einfach schon wieder hier ankommt. Da haben wir auf jeden Fall einen Schalter. Wir haben Mr. Okay, nee, nochmal zwei andere. Guck mal, aber die lieben sich anscheinend. Ein Bärchen und irgend so ein Wesen. Was gibt's heute im Kino? Irgendwas Cooles? Ach, wir sind in so einem Auge drin. Okay, das ist der Workspace von dem Janitor.
Den haben wir in der allerersten Folge gesehen. Da hat der Janitor die Kinder eingepackt. Und wir sind jetzt aber in so einem Auge drin. Nein, wird das jetzt so Five Nights at Freddy's mäßig, dass wir immer gucken müssen, wo der Janitor ist? Er ist auf jeden Fall nicht in seinem Gemächern hier. Hey, was soll man das denn hier schon wieder sagen? Das ist immer alles so kryptisch in diesem Spiel. Aber das heißt, wenn es noch mehr solcher komischen Räume gibt, dass man durch diese Augen gucken kann, dass das ja irgendjemand von der anderen Seite betrachten muss. Also die Augen haben dann kein Eigenleben zumindest. Wie ein Dagoberts Geldspeicher schwimmt da unten so ein Nomp rum, aber in Kohle. Na gut, ich schwimme mal mit ihm mit. Kleiner Nomp, lass zusammen in Kohle schwimmen. In Kohle schwimmen macht richtig Spaß. Da. Ich hab dich gleich. Kleiner Nomp, du kannst nicht weglaufen. Das ist deine Kohle, genauso wie meine Kohle. Hab ich dich. Liebe für dich. So, George Nummer 2, geh da hoch. Sehr gut, George Nummer 2, bist der beste George Nummer 2. Und du, ja, du weißt schon, was du machen sollst, ne? George Nummer 2, du bist der allerbeste, ich liebe dich. Da. Häng dich an den Schalter ran und lass nie wieder los. Hui, er hat schon wieder losgelassen. So ein Bastard. Nie machen die, was ich denen sage. Aber ich finde cool, dass man hier mit dem Noms mehr interagiert. Hat sich da drin versteckt. Aber keiner kann sich vor mir verstecken. Ich bin Eduardo, der Große. Oh, der Arme. Jetzt ist der andere Nom da unten. Und auch dich fange ich. Du hast keine Chance. Hast du nicht gesehen, was mit George Nummer 2 passiert ist? Ich liebe auch dich. Hier, auch du bist gerettet. Kein Ding. Ich bin Eduardo, der große Nombretter. So Leute, dann kommt mal mit. Jetzt mit geballter Kraft können wir... Moment, einer muss sich nochmal... George 2, du willst daran? Alles klar, hier George 2. Halt dich an den Schalter fest. Ey, da ist Fred Nummer 2. Okay, Fred Nummer 2 und George Nummer 2 und alle anderen. Mann, Sabine, kommt alle mit. Schiebt dieses... Warte, ist das richtig rum? Andersrum? Leute, was sagt ihr? Links oder rechts lang? Bin mir da nicht so sicher. Wir schieben erstmal links lang. Vielleicht können wir ja... Nee, das bringt gar nichts. Leute, das bringt gar nichts. Wieso sagt denn keiner was? Rückzug, Rückzug. So, und jetzt alle. Zusammen. Sabine. Sabine. Komm mit, Sabine. Sabine, was ist los? Willst du da oben hin? Nur weil da so ein komisches Frackding ist, oder was? Was man einsammeln kann? Nein, Sabine. Nein, Sabine, wir sammeln heute kein Frackding ein. So, hier oben war nämlich so eine komische Flasche. Davon gibt es 5 in jedem DLC. Keine Ahnung, was das bringt. Im letzten DLC hatte ich 2. Jetzt ist das hier meine erste in diesem DLC. Hab garantiert schon welche ausgelassen. Aber Sabine wollte das Ding gerne. Und hier oben ist noch so ein komisches Auge. Toll. Toll, Sabine. Hast du gut gemacht. So, jetzt aber. Und mit geballter Kraft. Let's go, Leute. Let's go. Alle anschieben. Anschieben. Der Wahnsinn, Leute. Das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Guck mal, hier sind sogar so komische Hände abgebildet, dass man hier wohl hochklettern kann. So, Fred, George, Sabine, ihr bleibt alle hier, ich kletter hier hoch, ja? Vielleicht sehen wir uns eines Tages nochmal wieder, aber bis dahin, Arrivederci, habt ein schönes Leben, ich werde euch nicht vergessen. Oh, warte, ich kann die bestimmt hier auf die andere Seite bringen. Wenn ich ein richtig netter Kerl wäre, oh, aua, dann mache ich hier die Tür auf. Bin ich ein netter Kerl? Ja, okay. Leute, das war doch nicht der Abschied, das war doch nicht der Abschied. Alles ist cool, ja? Alles ist cool. Kommt ihr bitte alle mit? 2 wollen immer nicht. Hallo. Leute, wo seid ihr? Da ist Nummer 2. Wo ist Nummer 3? Da ist Nummer 3. Ja, immer am Verstecken, die Kleinen. Immer am Verstecken. Kinder sind schrecklich. Schreckliche Kinder. Kommt alle mit. Guck, hier haben wir schon wieder ein weiteres Rätsel, das ich nicht bewerkstelligen kann, weil ich ein kleiner Dummbatz bin. Let's go zum dritten Mal. Ab geht die wilde Fahrt. Hui. Pff, kaputt, alles kaputt machen. Bin ich der Retter dieser ganzen Noms hier, damit Six sie nicht alle auffrisst? Bin ich das? Ja, bin ich das? Ich glaube schon. Na Leute, kommt mit. Viel mehr kann es von euch ja hier nicht geben. Ich habe jetzt alle gerettet, oder? Alle habe ich sie gerettet. Wir brauchen nämlich mehr Kohle, Leute. Wir brauchen mehr Kohle. Schmeißt all die Kohle in den Ofen. Ja, geil. Dieser Ofen sieht halt auch schon aus wie so ein Monster, ne? Als wenn er so 2 Augen hätte und sein Mund ist halt dieser Schlunter. Immer noch nicht, da fehlen immer noch welche. Okay, was haben wir denn hier rechts? Auf jeden Fall noch einen Schalter, an den wir erstmal nicht rankommen. Das heißt, wir müssen hier auch wieder einen Nom finden, der uns dabei behilflich sein kann. Aber an diesen Schalter sollten wir rankommen, oder? Der Schalter ist voll in Ordnung. Erstmal wieder alles kaputt machen. Da bin ich halt, wie gesagt, der Meister drin. Der Meister in der Zerstörung. Was ist das denn hier schon wieder? Achso, das ist so ein Fahrstuhl, ne? Der nach oben geht. Das ist natürlich alles kaputt gemacht. Das war vielleicht nicht so ganz schlau. Aber hier geht es ja zum Glück noch weiter. Kleine Noms. Irgendwo irgendwelche Noms.
Hallo? Es ist hier sehr dunkel. Ich hoffe, man hört mich nicht. Ich hoffe, der Janitor kommt nicht. Hallo! Der gammelt hier einfach in der Dunkelheit. Hier ist ihm das halt echt egal, dass er blind ist, gell? Weil er kann halt gut hören. Das heißt, wir dürfen keine hastigen Bewegungen machen oder dolle Geräusche. Wir versuchen einfach mal irgendwie an ihm vorbeizukommen, ohne allzu viele Geräusche zu machen. Alles wird gut, solange der Janitor nicht wild wird. Alles ist gut, solange der Janitor nicht wild wird. Alles ist gut, solange der Janitor nicht wild wird. Da 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 da. Ich hoffe, er verfolgt mich nicht. Na 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 na. Nein, nein. Wieso ist er überhaupt hier unten? Das finde ich nicht gut. Verfolgt er uns eigentlich? Hier habe ich die Befürchtung, dass er uns verfolgt. Und wenn hier gleich noch irgendwas ist, was sehen... Ja, er verfolgt uns. Natürlich verfolgt er uns. Wenn hier gleich noch irgendwas ist, was uns sehen könnte, dann sind wir jetzt recht am Arsch. Was machst du denn hier überhaupt? Das macht überhaupt keinen Sinn, dass du hier bist. Oh mein Gott. Er macht überhaupt keinen Sinn. Okay. Tja, Janitor, du und ich, ne? Wir sind schon zwei gute Freunde. Du und ich da. Zwei gute Freunde. Okay, er läuft weg. Er läuft weg. Wir sind safe, Leute. Wir sind sowas von safe. Alles ist cool. Solange wir wild sind. Alles ist gut, solange wir wild sind. Alles ist gut. Wo ist denn überhaupt der Ausgang? Hier muss doch irgendwo so eine Sicherung sein, I guess. Ja, ja, alles ist gut. Kleiner Boy. Alles ist gut. Es bringt mir einfach gar nichts, hier zu sein. Es bringt mir einfach gar nichts, hier zu sein. Kannst du nicht einfach die Tür aufmachen? Und einfach mal helfen? Komm mir nicht zu nah. Ich habe eine Taschenlampe und ich werde dich damit blenden, wenn ich muss. Oh mein Gott. Ich bin schnell auf die andere Seite. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Vielleicht einfach da hochklettern? Wäre das eine Idee? Okay. Weit. Da ist ein Schalter. Nee, ist kein Schalter. Nevermind, nevermind. Hab mal wieder gelogen. Alles in Ordnung. Aber hier ist zumindest... Hier können wir zumindest hoch. Das ist auch gar nicht so schlecht. Hier war gar nichts. Nein, nein. Niemand da. Niemand da. Niemand da. Was? Wieso klettert er denn jetzt da hoch? Er ist so ein richtig ekliges Spinnenviech schon wieder. Ich mochte den schon beim richtigen Spiel nicht. Wieso kann er nicht einfach tot sein? Wieso muss das Parallelspiel mit der Six-Story? Das ist aber nur bescheuert. Der komische Typ, ey. So, wir müssen jetzt aber ein bisschen laut sein, weil wir müssen hier rüberhüpfen. Gott. Okay, also wenn wir runterfallen, sind wir auf jeden Fall tot. So. Ist gar nichts gehört. Okay. Ich glaube, wir sind fürs erste safe. Der kann ja zum Glück nicht gut klettern, weil der hat ja zum Glück nicht so lange Arme, dass er gut klettern könnte, nicht wahr? Scheiße, ey, ich bin hier schon wieder eingesperrt. Ich kann hier schon wieder gar nichts machen. Okay, wenn man nicht weiter weiß, dann guckt man immer nach irgendwelchen Hinweisen. Und da, Blue's Clues hat was gefunden. Da sind wieder Hände, Fingerabdrücke. Können wir das Ding aufmachen? Ja. Das hört der Janitor unten bestimmt nicht. Das ist so eine Katze. Das war ganz klar nur eine Katze. Das bringt mir aber... Achso, warte, hier ist ein Stuhl drin. Okay, so ein Hocker. Okay, mit diesem Hocker können wir doch bestimmt auf das Fass? Wahrscheinlich eher nicht, aber was anderes fällt mir gerade nicht ein. Nee, okay. Den Hocker brauchen wir woanders. Ah, ich kann alle Türen aufmachen. Oh, sag das doch. Okay. Also wir haben einen Hocker, wir haben Putzmittel, was haben wir hier noch? Da vielleicht irgendwas Interessantes drin? Vielleicht ein Nomb oder so? Oh mein... Okay, ich bin einfach nur dumm, dass ich auch nicht darauf komme, dass wenn ich diese eine Tür öffnen kann, dass ich dann auch die anderen Türen öffnen kann. Nö. Nö, so weit denkt man gar nicht. Nee. Genau aus diesem Grund hasse ich Rätselspiele, Leute. Ich hasse Rätselspiele, weil ich einfach dumm bin. Rätselspiele sind nichts für dumme Menschen. Toll, ich komme jetzt hier schon wieder nicht weiter.
Ach doch, ich muss einfach nur an die Lampe, oder? Okay, danke. Wenigstens mal eine Sache, die ich kann. Hui! Oh, danke. Das hat viel zu lange gedauert, dieses blöde Rätsel. Meine Fresse. Manchmal wünsche ich mir, wenn ich so abends allein im Bett liege, dass ich ein kleines bisschen schlauer wäre. Nur so ein kleines bisschen. Aber nee. Am nächsten Tag spielst du dann Little Nightmares, das zweite DLC, und kriegst wieder sehr gut demonstriert, dass du richtig behindert bist einfach. Einfach so. Und dann denkst du dir wieder, ja, moin, warum bin ich überhaupt auf der Welt, wenn ich so ein Retard bin? Oh, okay, hier gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele von diesen Entzündungen. Eine muss davon ja wohl funktionieren. Und ich habe da so eine Vermutung, dass ich auch schon weiß, welche es davon ist. Und zwar ist mir die hier oben irgendwie ins Auge gesprungen. Ich weiß auch nicht warum, aber ich glaube, die wird ganz gut sein. So. Na dann, komm mal mit. Das Doofe ist, der Janitor ist genau auf der anderen Seite, gell? Man hört ihn schon die ganze Zeit. Wir müssen jetzt hoffen... Was ist eigentlich mit diesen ganzen Türen hier kaputt? Warum sind die alle so schrottig? Wir müssen einfach hoffen, dass er hier nicht in der... Jetzt habe ich noch weniger Licht! Dass er hier nicht in der Nähe ist. Oh, und ich sollte vielleicht nicht laufen, sondern mich eher hinbücken. Ja, da ist er natürlich wieder. Oh Mann, Janitor, geh doch bitte einfach weg. Ich habe so gar keine Lust auf dich. Geh bitte einfach weg. Ich weiß nicht mal, warum du hier bist. Es macht null Sinn. Du bist so ein Vollidiot, Mann. So, let's go. Der wird uns nie kriegen. Niemals. Oh, sorry. Ich wollte nicht an deinen Fuß. Alles gut, ja, alles gut. Ich wollte dich nicht berühren. Ist alles in Ordnung. Hast nichts mitbekommen. Wie bist du nah dran? Ich mag keinen Körperkontakt. Nein. Bleib an deinem Tisch, du... Junge, ist nicht dein Ernst. Ist halt nicht dein Ernst. Bleib doch einfach an deinem Tisch. Was gehst du denn jetzt nach links? Das ist doch nicht sein Ernst. Kannst du bitte einmal kooperieren? Ein einziges Mal? In deinem Leben? Ey. Bitte. Sei nicht so. Ja, hier auf die andere Seite. Danke. Und mach da deinen Scheiß. Und ich bin nämlich Reparator und muss Sachen reparieren, damit das klar ist. Lass mich Sachen reparieren. Für eine bessere Welt. Für Kinder. Ey, jetzt kommt er uns wieder hinterher. Ich fass es nicht. Wo war das Teil? War das hier irgendwo? Scheiße, ich weiß nicht, wo das Teil war. War das in diesem Raum? Wo ist das Teil, was ich reparieren wollte? Ohne Witz. Ohne Witz, kannst du bitte einfach weggehen? Keiner mag dich. Jeder hasst dich. Nobody likes you, everyone hates you. And everybody got fun without you. Also sei nicht so. Ich muss Geräusche machen, Leute. I'm sorry, aber... Alles klar. Ja, alles ist in Ordnung. Alles ist cool, solange du wild bist. So, da kommt er doch niemals durch. Er ist auch viel zu groß dafür. So. Ich bin raus hier. I'm out of here, heißt das. Tschüss, Bastard. Oh, nervenaufraubend hier, ey. Mann. Hallo. Endlich wieder Freunde. Ach, ihr seid doch gar keine Freunde. Ihr mögt mich gar nicht, sagt ihr? Na gut. Warum werden... komische Puppen im Klo gehalten, frage ich mich, wenn ich das hier sehe. Und dann frage ich mich, warum zur Hölle habt ihr euer Klopapier vergessen? Seid ihr irgendwie behindert? Da, nehmt dieses Klopapier und seid glücklich damit. Ach, guck, hier, guck, die kleinen Noms, die malen nämlich. Okay, warum malen sie, ist die andere Frage. Aber der scheint ja cool drauf zu sein, lass mal zu dem hingehen. Hi, du bist ein sehr guter Künstler, werde auch du geliebt, denn jeder Künstler hat es verdient, geliebt zu werden und bist auch sehr gut am Malen. Irgendwann kannst du mir mal erzählen, was du da genau gemalt hast. Kommst du mit? Schön. Ich weiß, ich habe dich jetzt aus deiner künstlerischen Beschäftigung rausgerissen, aber es ist für das Gute von allen. So Leute, ich habe hier nämlich richtig cool so einen Hebel gefunden, ja? Seht ihr den? Seht ihr diesen Hebel? Der ist richtig cool, nicht wahr? Will sich da vielleicht mal einer von euch ranhängen? Du? Nee? Dann ja vielleicht... Du? Auch nicht. Ach Leute, könnt ihr euch nicht einfach daran hängen? Bitte, dann mache ich das. Hier, seht ihr, was ich mache? Könnt ihr einfach dasselbe machen? Also so ein bisschen nervig sind die ja schon. Süß und auch irgendwie ein bisschen emohaft. Aber irgendwie auch nervig. So, jetzt hängt euch damit daran. Du und du. Zack. Oh.
Boah, ist das ein Krampf. Häng dich da jetzt einfach ran. Oh Gott, wie nervig. So, und du kannst dich nicht verstecken. Alle Mann daran. Ich mach auch noch... Was ist denn los mit euch? Eine einzige Blamage. So. Schieben wir das Ding dazwischen. Und ihr könnt loslassen, Leute. Weiter geht's nicht. Yes, Leute, kommt mit. Wir sind alle gerettet. Gerettet, gerettet. Gerettet, tettet. Los, kommt alle mit. Hallo. So dick seid ihr jetzt auch nicht. Guck, der erste ist schon durch. Wo sind die anderen beiden? Könnt ihr bitte einmal nicht so... Ich kann das nicht mehr bewegen. Leute, hier, mir nach. Sehr gut. Da, da geht's nach unten. Ich hoffe, das funktioniert einfach automatisch. Nein, Leute, Leute, wartet. Ich wollte euch nicht alleine lassen. Ihr müsst natürlich mitkommen. Hier, alle Mann da rein. Fridolin 2, Gustafsson und Joshua. So, alle mitkommen. Ich komme auch mit. Und jetzt beginnt die wilde Fahrt. Und da sind wir auch schon. Für das Dizzycorp Imperium verlange ich, dass ihr alle euch ein Stück Kohle holt und arbeitet. So, ich glaube, mehr gibt es nicht. Das heißt, wir können uns jetzt hier einfach aufstellen und kommen in das DLC 3, so wie es mir scheint. Das war auch schon wieder ein merkwürdiges DLC. Also der Gegner fand ich diesmal cooler, auch wenn es ein altbekannter Gegner war mit dem Janitor. Und seine Szene, wo er ihn halt verfolgt hat, war auch in Ordnung. Vielleicht ein bisschen lang gestreckt und ich habe sehr viel dumme Sachen gemacht, wie es mir scheint. Aber an das Main-Spiel kommt das wirklich alles nicht ran, diese DLCs. Finde ich ein bisschen schade. Also bisher kann ich die DLCs nicht empfehlen. Oh, ich würde gerne nicht sterben, wenn das möglich ist, danke. Sind wir denn jetzt schon im dritten DLC oder nicht? Geht's noch weiter? Geht's wirklich noch weiter? Hallo, kleiner Nom. Sagst du mir, wo es weitergeht? Das ist sehr lieb von dir. Geht's jetzt in die Wäscherei? Ja? Wäscherei ist gut. Da riecht's ab und zu ganz toll vielleicht. Ist der jetzt hin? Der kleine Nom ist aber schon wieder weg. Aber ohne Freunde kann ich doch nichts machen. Kleiner Nom. Da. Ah, so viele Noms. Na, ihr drei? Was geht ab? Habt ihr euch... Vier! Habt ihr euch dazu entschieden, mir doch zu helfen? Fünf! Wie viele von euch sind denn hier? Hä? Die sind einfach richtig krass. Ihr zeigt mir den Weg zu euren Leuten. Do you know the way? Ah, oh, das ist sehr lieb von euch. Ich komme mit euch mit. Ich bin jetzt einer von euch. Merken Sie nie. Ey, die leben hier alle zusammen. Und können sich jetzt wärmen. Leute, wir können uns zusammen erwärmen. Oh, wie so eine große Familie. Das ist richtig schön. Mr. Schniffelbüffel ist auch hier. Dieses komische Baby ist auch da. Fridolin 2 folgt uns die ganze Zeit. Und eine nette, kleine Puppe haben wir hier auch. Ach man, Leute. Da kommt die Familie Felix hoch. Oh, das ist richtig schön. Aber ich muss euch leider verlassen. Meine große, glückliche Familie. Ihr seid gerettet. Und habt nun ein schönes Leben. Aber Papa Eduard muss noch etwas erledigen. Sorry, Leute. Es ist schwerend Herzens. Aber ihr schafft das schon. Da sind wir ganz offenbar auf einem Fahrstuhl. Wo dieser Fahrstuhl wohl hinführt? Madame, ich guck dich an und du bist tot. Ist unter uns. Unbelievable. Dann geht's jetzt aber in das dritte DLC, oder? Ich glaube, das ist jetzt der Weg ins dritte DLC. Wir haben die Noms gerettet. Im ersten DLC haben wir uns gerettet und die komische Nanny getötet. Im zweiten DLC haben wir die Noms gerettet, nachdem wir sie erst versklavt haben. Und jetzt müssen wir unsere Hexe vor sich selber beschützen oder auch vor Six. Wer weiß das schon. Gut, aber wie es dann weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.